Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bildschirmkontrolle, denn es gibt schon wieder einiges zu erzählen. Was für ein tolles erstes Adventswochenende. Aber eins nervt, dieses Corona, meine Güte. Auf alles dieses Corona-Fakt, Todesamt, man kann einfach nichts machen, man kann nicht ins Café gehen, man kann nichts machen, Alter. Nichts. Nichts. Ekelhaft. Ekelhaft, dieses Corona, Leute. Ich kann es auch nicht mehr ab. Und viele haben jetzt auch Corona oder Verdacht auf Corona, wie zum Beispiel diese Österreicherin im Lockdown. Hier. Oh Mensch, du. Sie schreibt extra hier noch. Meine Halsschmerzen sind so schlimm geworden, dass ich kaum mehr sprechen kann. Bin redetechnisch raus für heute. Wenn man Corona-Verdacht hat, was macht man dann am besten? Natürlich... hier ist es nochmal in voller Länge. Was macht man am besten? Achtung, kleiner Tipp. Richtig, man geht mit seinen Liebsten einfach nochmal vor die Tür, den Mund-Nasen-Schutz einfach ein bisschen nach unten gezogen. Denn dann hat ja Corona keine Chance. Oder man geht schnell so einen Abstrich machen. Es gibt diese Schnelltests im Rachen. Viele fragen sich, wie sehen diese Schnelltests aus? Hier hat das auch meine Influencerin für uns getestet. So. Ganz normal, einfach im Rachen verteilt, genau, richtig, und nochmal nachtesten, fertig ist der Abstrich. So einfach ist es. Und jetzt hat mich eine Schocknachricht erreicht. Johannes Haller, ihr kennt ihn noch, wie noch einmal an dieser Stelle auch Glückwunsch zur Vaterschaft. Johannes Vierländereck, also der Start-Upper des Jahres, der Mann, der gesagt hat zu Corona-Zeiten, ich fahre bei Lockdown durch 4 Länder und eröffne einen Bootsverleih auf Ibiza, der jetzt aber privat sehr glücklich ist, der hat doch tatsächlich wohl bei seiner Reise sich Corona eingefangen? Und tatsächlich habe ich Antikörper. Ich muss, weil meinen ersten Test habe ich dann Anfang Juni gemacht, mich im Mai mit Corona angesteckt haben. Was? Ohne es zu merken, habe es nie bemerkt und habe natürlich dann zu denen gehört, die es übertragen haben, ohne es zu wissen. Natürlich. Und das macht diesen Virus so scheißgefährlich. Ja, das macht ihn so scheißgefährlich, aber viele sind einfach auch so scheiße dumm und machen einfach weiter. Und überhaupt komme ich mir vor wie in so einer Sprechstunde. Alle sind krank, alle haben irgendwas und sind die ganze Zeit nur am Kamellen, wie Sie zum Beispiel hier. Ist ein Arzt oder ein Hypochonder hier an Bord? Ja. Weil ich glaube, ich bin schon krank, aber wirklich jetzt. Was ist das Problem? Ganz komisches, meine rechte Mandel tut weh, aber nur wenn ich gähne. Aber so wirklich kratzt es richtig doll, wenn du eine Mandelentzündung hast. Aber nicht beim Trinken, nicht beim Schlucken, beim Husten nicht. Husten nicht. Nur diese rechte Mandel. Die rechte Mandel. Und wenn ich jetzt also schnupfen hatte oder so, was war da? Immer auf dem rechten Ohr Probleme, also so diese Nebenhöhlengeschichte, merkst du richtig, das läuft irgendwie so ab. Dann wird das Ohr immer taub. Ja. Und rechts alles. Nur rechts. Ich will aber nicht zum Arzt. Ach, du willst nicht dir geblasen habe ich nicht, das kann gar nicht sein, das würde Federico euch bestätigen. Und warum ich nicht zum Arzt gehen möchte, ist, dass ich jetzt keinen Lust habe, ich bin ja nicht so der Typ für... Für was? Medikamente, ne? Ich bin so Anti-Medikamente gerne. Und jetzt habe ich Angst, zum Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe, dass der dann einfach sagt, ja, hau mal Antibiotikum rein und fertig. Ich würde dann lieber so einen Arzt haben, der dann sagt, wir machen jetzt mal eine Lymphdrainagentherapie. Die Lymphdrainagentherapie, die hilft. Ich bin kein Arzt, weil ich ja nicht krank bin und nie zum Arzt gehe. Deswegen weiß ich nicht, welcher gut ist und wer so toll ist, der das so macht. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Die Mandel tut ihr weh, das Ohr tut ihr auch weh. Zum Arzt möchte sie nicht, weil sie Angst vor Medikamenten hat, aber sie würde gerne so eine Lymphdrainage haben. Aber diesen Lymphdrainagenarzt gibt es nicht. Ja, man muss einfach auch alles mit der Welt irgendwann früher oder später teilen, wie zum Beispiel diese eine Influencerin, wo ich dachte, wird die jetzt etwa schwanger mit 16? Und dann hieß es, nee, sie hat uns alle nur angeschwindelt. Hey Leute, ich bin nicht schwanger, ich bin einfach nur fett. Ich entschuldige mich, dass ich euch alles so hinters Licht geführt habe. Es war alles nur ein Experiment, weil ich schauen wollte, wie reagiert die Öffentlichkeit drauf, so wie mein privates Umfeld. Mhm. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass das alles so groß wird, dass sich mein TikTok 3 Millionen Leute anschauen. Ich habe auf YouTube eine komplett andere Story erzählt als auf TikTok. Wow. Ich sehe nicht aus wie 16. Ich hatte vorgestern in meiner Story gepostet, dass ich gestern ein Statement hochladen wollte, weil ich einfach diesen Druck nicht mehr aushalten konnte. Aber dann hat mir gestern eine verlogene Instagrammerin geschrieben. Eine verlogene Instagrammerin? Ich habe es gemerkt und habe ihr dann eine erfundene Story erzählt. Ich werde um 20 Uhr live gehen auf Instagram und werde alle eure Fragen beantworten. Danke. Ich hoffe,
ihr nehmt es mir nicht so übel und bis später. So, das ist doch mal ein Statement, mit dem man leben kann. Und viele haben den Sonntag ja einfach zu Hause verbracht, wie zum Beispiel Don Schlonzos neue Freundin, ehemalige Köln 50667 Darstellerin. Und die ist einfach ganz gechillt den ganzen Tag gewesen, hat sich dann aber trotzdem nochmal geschminkt, ganz kurz vor den Spiegel gestellt und hat ein super Produkt zu bewerben, was sie aber auch ganz subtil wieder über so eine Frage an euch einleitet. Einen schönen Sonntag, ihr Lieben. Von mir kam heute irgendwie nichts. Nichts, ne? Weil warum? Ich ganz ehrlich irgendwie einfach super müde bin. Oh. Und wir einfach nur auf der Couch liegen. Nur gechillt, ne? Oh, ja, morgen steht für mich ein Fotoshooting an. Boah! Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Ich auch. Muss mir da gleich auch noch neuen Content, ein paar Outfits raussuchen. Ja. Auf jeden Fall. Bin gespannt, euch da vielleicht auch mal ein bisschen anderen Content zu zeigen. Ja. Ich will nicht nur diese nuttigen Bilder immer mit den Titten raus. Habt ihr eigentlich schon irgendwas während der Cyber Week geshoppt? Nee, gar nicht. Was? Ich habe mich tatsächlich schon erwischt, wie ich für unsere vielleicht neue Wohnung nach Sofas geguckt habe. Schlunz und du eine neue Wohnung. Und was? Ist das denn jetzt gleich wieder Sofalandschaften geguckt habe? Sofalandschaft, das ist es. Ob es irgendwie ein krasses Angebot gibt. Nee, doch diese krassen Sofalandschaften. Ja, ist eine der größten Anschaffungen. Ja, ansonsten hat mich irgendwie nicht so krass. Habe ich gestern ein Paket von. Von wem? My Attitude bekommen. My Attitude? Was ist denn da? Und zwar hat die Firma es sich zur Aufgabe gemacht, über Sex und Intimpflege zu sprechen. Mhm, das finde ich auch in der heutigen Zeit absolut kein Tabuthema. Null Tabuthema. Es gibt dort Produkte für Männer und für Wer Frauen. Wer viel fickt, stinkt auch unten. Ich habe einmal das Private Package. Da bekommt das ihr auch 20% mit meinem Code drauf. Apropos und Code. Und außerdem bekommt ihr auch das Don't Give a Shit Toilettenspray. Ach. Gratis dazu. Ich habe sowas noch nie ausprobiert. Ich habe es auch schon öfters mal im Fernsehen gesehen. Also falls ihr mal während der Weihnachtstage bei eurem Freund oder irgendwelchen Gästen aufs Klo müsst, muss das ja keiner wissen. Dann gibt es zum Beispiel auch solche Intimpflegebücher. Das brauche ich auch. Ein Rasiergel, was auf den pH-Wert eurer Vagina angepasst ist. Ja, gerade bei meiner Vagina ist das ein Problem. Das habe ich schon öfters mal gesagt. Bitte niemals normales Duschgel. Nein. Aber das finde ich ja sensationell. Wie oft kennt man das bei Weihnachten? Man muss doch mal kurz scheißen gehen bei der Verwandtschaft. Aber dann habe ich dieses Shit-and-Go-Spray mit dabei. Unter dem Code 20 habe ich das ja günstig bei Bumsbienchen ja bekommen. Es ist ja fantastisch. Man muss einfach geile Produkte haben. Und untenrum mit dem Lappen, ich habe das mitbekommen. Teilweise ist es aber der pH-Wert bei meiner Vagina, der so ein bisschen diesen Geruch macht. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nicht zu viel schubbern und schrubben. Es gibt so viele tolle Sachen. Ihr wisst ja noch, Glow Below, der Waschlappen für untenrum und für die gute Laune. Aber jetzt kommen wir zur wichtigsten Zeit. Denn es ist eigentlich gleich wieder Zeit für GZSZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und wir wollen wissen, was macht unser Dubai-Clan? Wie geht es denen denn? Wie ist es zu Hause weitergegangen? Und wo ist Sam in Urlaub hin? Und wir fangen erstmal bei Georgina an. Da lief es jetzt auch so mittelmäßig. Ich bin gestern ganz brav ins Bett schlafen gegangen, aber Kubilay hat eine Party gemacht. Was? Jetzt ist sie nach Hause gekommen, sein Boardinghaus. Hier sieht aus wie Scheiße. Und dann haben die mir auch noch meine Instagram-Werbegeräte, mein geiles Reality-Skin-Produkt geklaut. Deswegen fordere ich jetzt alle Leute auf, die gestern bei Kubilay auf der Hausparty waren. Das wären einige gewesen. Illegal gegen Corona, du Spast, ja? Kubi, mach erstmal einen Corona-Test. Ja, du illegaler Spasto. Spast. Ja? Dass die mir mein Gerät zurückgeben sollen. Corona-Test machen. Das darf man überhaupt nicht mit anderen Leuten nicht treffen. Vielleicht ist eine Angst, irgendwie nur zu machen. Ja? Baby? So sieht man aus, wenn man so versoffen ist. Guck ihn mal bitte an, wie scheiße das aussieht. So, Alkohol, Leute, tut nicht gut, wenn man es nicht verträgt. Nein. Nee, das geht nicht. Hallo. Ich fange heute mit Momentum an. Es wird sehr schwer. Ach was, das wird easy. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist da. Wird mich 24/7 betreuen. Wenn der Corona-Test negativ. Ja, also auf jeden Fall die beste Beziehung, die man haben kann. Und wie sieht das denn aus mit so einer Corona-Party? Wie muss ich mir das vorstellen? So wie in Holland bei dieser Influencerin? Süßen Morgen. Und einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch. Und ja, es ist eine halbe Stunde vor 12 Uhr, also ist es noch morgen. So, die Uhrzeit kann sie lesen. Ich wollte euch nur kurz sagen, dass
ich mich gerade noch in den Niederlanden befinde. Und okay. aus dem Grund darf man halt, also hier, ja. die Corona-Regelung einfach anders. Man darf Hauspartys machen. Okay. Aber man darf nur 3 Gäste einladen von draußen. Aber was, wenn in dem Haus schon 12 Leute wohnen? Na, was ist dann? Ne? Dann hast du eine Party mit 15 Leuten, was vollkommen ausreicht. Geil, richtig, also, kann sie. Das ist hier so in den Studentenhäusern so. Die wohnen einfach 12 aufeinander, Alter, voll viel. Kochen auch jeden Abend voll süß zusammen. Voll süß, diese Corona-Partys in Holland. Also geht da einfach hin. Wenn ihr einen Hausstand kennt mit 12 Leuten und kommen noch 3 dazu, dann seid ihr schon 15. Und ehe man sich versieht, ist man Superspreader. Hey, Superspreader, -20% auf jeden Corona-Test. Jetzt aber nochmal zurück zum Dubai-Clan. Denn Raffi ist ja in Urlaub gefahren mit Sam. Und ich wollte unbedingt wissen, wo sie waren. Und jetzt hat er das rausgelassen. Raffi war hier noch nie gewesen, aber ich bin hier im Baobab. Wir sind hier im Baobab. Das ist mein Lieblingshotel. In Thailand? Baobab heißt das. Das ist mein Lieblingshotel auf Gran Canaria. Und wir wollten jetzt hier im Pool schwimmen gehen. Und? Aber was? Hier ist. Warte mal. Wir sind ganz alleine im Hotel und ich verstehe das gar nicht. Hä? Das ist wie so ein Geisterhotel. Hier ist einfach niemand. Jetzt können wir einfach hier in den Pool schwimmen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich sonst hier in diesem Pool war oder in diesem Hotel. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, also sonst waren hier. Wenn die Emojis drin sind. Menschen, also stellt euch einfach vor, dass ihr gerade Menschen in den Pool schwimmen und hier an den Liegen liegen, dann sieht das alles noch viel schöner aus. Aber egal, dafür machen wir uns jetzt einfach nackt und springen selbst. Also, das verstehe ich gar nicht, warum zu Corona-Zeiten, wenn es eigentlich nicht erwünscht ist zu reisen und die Reisebedingungen sehr schwer sind, warum man da nicht reist? Warum ist denn keiner auf Gran Canaria? Mensch, und jetzt ist das Wetter auch noch so beschissen. Aber zum Glück hat Sam eine tolle Idee. Ey, ist mir scheißegal, wenn ich auch gleich wieder hier aus dem Hotel fliege. Was? Ich habe jetzt einfach diesen Regenschirm oder Sonnenschirm eigentlich abgebaut. Okay. Sieht man das hier? Warum? Und die jetzt hier mit deswegen, wegen der Haare? Weil es regnet total. Und ich habe gestern für 50 Euro meine Haare machen lassen. Nein! Und wenn wir jetzt wieder... Was ist dann? Darf nichts mit reinkommen? Was ist dann? Und wenn ich jetzt hier durch diesen Regen gehe, dann sind meine Haare gleich wieder Locken. Ach Gottchen! Passen das jetzt hier nicht? Die Haare wieder Locken. Das verstehe ich nicht, Mann, ey. Erst ist keiner in Dubai und dann fängt es noch scheiße an zu regnen und dann hast du die Haare für 50 Euro gemacht und ehe man sich versieht, hat man schon wieder Löckchen. Na gut, aber unter der Dusche ist auf jeden Fall gute Stimmung, das muss man sagen. Hier. So. Und als die so Party gemacht haben unter der Dusche im Regen, ist Raffi eine geile Idee gekommen, denn er gründet jetzt eine Partei. Ihr Lieben, wir sind jetzt schon langsam im Bett. Es ist ein bisschen spät geworden. Wir wollten eigentlich viel früher ins Bett gehen, aber gut. Naja. Wir waren noch ein bisschen unterwegs und dabei haben wir hier im Hotel einen Abgeordneten kennengelernt. Jemanden aus einer Partei. Ich darf den Namen leider nicht sagen. Schade. Und dabei bin ich auf die Idee gekommen, weil mir so viele Dinge nicht gefallen, wie die Bundesregierung mit den Corona-Maßnahmen umgeht. Und für mich so ein Vorbild ist wie Schweden, bin ich auf die Idee gekommen, eine Partei zu gründen. Super. Und dafür braucht man auch Mitglieder braucht auch Zuschüsse jetzt und alles weitere. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen, haben die Leute schon gemacht? In meiner Partei mit eintreten? Hättet ihr Bock? Könnt ihr euch vorstellen? Ja. Und dann werde ich für so einige neue Regelungen sorgen. Genau. Und? 89% sagen, nein, brauche ich nicht. Ich verstehe es nicht, da wird es neue Regelungen geben, weil da müssten alle nackt in den Pool springen, Sonnenschirme könnten auch Regenschirme sein, man könnte einfach auch frei fliegen und reisen, alles wäre wie in Schweden. Also, geht und macht diese Corona-Partei, Sams Corona-Partei, da wird Ihnen geholfen, auf jeden Fall. Ich glaube, die könnte sein und Michael Wendler könnte schon der Erste sein, der direkt eintritt. Und jetzt heißt es auch, stop the count, nicht mehr weiterzählen, denn das Ergebnis wird sich bestimmt noch drehen. Das war's von mir. Wir sehen uns morgen beim König der Kindsköpfe oder wenn ihr es später seht, heute Dienstag immer live 20:15 Uhr bei RTL. Wird geil werden mit Kristall Mario Barth und mir.